Herzlich willkommen zur nächsten Tomodachi Live-Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suibo und wir müssen weiter die Leute abfrühstücken. Gehen wir erstmal zu Tabea, die möchte nämlich gerne was spielen auch. Und spielen tue ich doch ganz besonders gerne. Auf jeden Fall. Silhouettenquiz, Essen, Schatz. Welcher Item ist das wohl, wenn von dem du hier die Silhouette siehst? Okay. Schokoladeneisbecher, Hantel, Sepia-Spaghetten. Ich denke mal, es sind Spaghetti, weil es ein Teller sein soll. Es waren einige Sepia-Spaghetti. Okay. Die zweite Silhouette. Was wird es wohl sein? Spinat, Korken, Garnelenpilau. Korken sieht es jetzt nicht aus. Könnte eine Garnele sein. Spinat kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, oder? Okay, ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Wir nehmen mal den Spinat. Die richtige Antwort ist... Es war etwas... Puh, das war krass. Und die letzte Silhouette. Was wird es wohl sein? Crème brûlée, würde ich sagen. Das könnte so eine Form sein. Es war eine... Sehr gut, das war aber heftig. Das war richtig heftig. Da wollte die Tabea uns zeigen, wo der Hammer hängt. Dankeschön. Wir nehmen mal den großen Schatz heute. Ein Rucksack. Cool. Ich denke, auf jeden Fall das Beste da bekommen in dem Fall. So, du kriegst was zu essen. Gucken, was du vom Fleischbällchen hältst. Findest du echt lecker. Level up. Du wolltest gerne eine Konsole haben. Ich habe es nicht vergessen, es hat nur etwas gedauert, bis du dein Level-Up gehabt hast. Eine 3DS oder ein Nintendo Wii U, also wir geben dir erstmal einen 3DS XL. Da habe ich ihn gleich mal fallen lassen, hoffentlich ist er nicht kaputt gegangen. So, bitteschön. Hoffe, das freut dich. So, dann sind wir bei dir aber auch schon wieder fertig. Muss ich mal gucken, wo ich war. Hulk und JD sind hier, das Zimmer von Hulk. Bei JD waren wir auch schon, Tabea waren wir. Also geht's weiter bei Conan. Bei ihm waren wir aber heute, glaube ich, auch schon. Bei Benjamin waren wir auf jeden Fall. Bei Joso, waren wir bei Joso? Bin mir nicht ganz sicher, ich gucke einfach mal. Ja, da waren wir scheinbar schon. So, dann bei Marlene waren wir noch nicht. Oh, der scheint zwar nicht so gut zu gehen. Schauen wir mal. Ah. Ich bin erkältet. Ich habe Hustensaft für dich, keine Angst. Glaube ich zumindest. Hustensaft, da habe ich doch was. Bitteschön. Hoffe, damit geht's dir wieder besser. Sehr gut. Das Mittel hat gewirkt. Ich glaube, mein Fieber ist gesunken. So, bei dir sollten wir den Mund noch ändern. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ein kleines Dankeschön. Danke, danke. Eine AR-Kamera. So, bei dir sollten wir, wie gesagt, den Mund noch ändern. Das machen wir jetzt auch. Den Mund ändern. Und zwar sollte es Seite 2, vorletzte Reihe links. Also der da. Seite 2, vorletzte Reihe links. Muss der da sein. So, sehr gut. Haben wir das auch erledigt? Guck gerade mal auf meine Liste. Das Hemd haben wir erledigt. Den Nachnamen haben wir erledigt. Tabea hat ihre Konsole bekommen. So, dann habe ich, glaube ich, alles erledigt, was ich erledigen sollte oder musste. Das ist doch sehr gut. So, was ist hier los? Pikachu, was geht bei dir? Du mit deinem neuen Hut. Da sieht man von der Frisur gar nichts mehr. Guten Tag. Guten Tag. Du hast noch ein bisschen Hunger. Die geben mir noch was zu essen. Jetzt ist man in der Kirche. Ist ganz gut, dass wir so viel von diesen kleinen Snacks gekauft haben, die günstig waren. Kann man nämlich immer noch, falls nur ein bisschen Hunger besteht, das Ganze auffrischen. Erstmal kriegst du eine Einrichtung, jeder. Die finde ich ganz gut. Bitteschön. Gucken uns das Ganze natürlich auch an, wie bei jedem Mii. Finde den Kühlschrank ja ganz interessant. Thermoskanne hat er auch. Danke für die tolle Einrichtung. Finde ich auch gut. Oh, ein Katzenbild hast du auch. Das ist ja cool. Das finde ich echt ganz gut. Ich werde das habe ich mir gedacht. Das sagt hier nämlich irgendwie immer.
So, dann waren wir bei dir auch durch. Beim Hui waren wir noch nicht. War noch nicht wieder. Schauen wir mal, was er hat. Guten Tag. Guten Tag. Ups. Ich habe Grimassen schneiden geübt. Willst du mal eine sehen? Oh je, jetzt kommt das Zwergen-Outfit mit der Grimasse. Das sieht gut aus. Hast du echt gut geübt? Na, was meinst du? Das sieht klasse aus. Ganz toll. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Vor allem mit dem Kostüm. Das passt perfekt, mein Freund. Oh, schon Level 2. Dann kriegst du jetzt auch erstmal eine Einrichtung. Kacheln, Naturholz, Naturholz. Das sieht auch gut aus. Das kriegst du. Einrichtung verschenkt Naturholz. Das freut mich. Ja klar, wir gucken uns das auch an. Ich glaube, wir haben es zwar schon mal gesehen. Oh, hast sogar Bücher da. Ich finde ja solche Säcke, so Sitzsäcke, echt gut. Sehr hübsch. Finde ich auch. So. Ich werde pfleglich damit umgehen. Wie immer. Bitte sehr. Oh, wir kriegen sogar noch was dafür. Wieder ein Hustensaft, den können wir gut gebrauchen. Da haben wir viele, viele rausgeballert die letzten Tage. So, und noch zu Jasmin. Bei ihr waren wir nämlich noch nicht. Bin ich mal gespannt. Guten Tag. Hallo. Doch, bei dir waren wir auch schon mal zum Essen geben. Ich hätte gern etwas Neues zum Anziehen. Ui. Irgendetwas möglichst schlicht. Möglichst schlicht. Das ist das Einzige, was wir noch für Frauen haben, außer dem Jogginganzug. Und ich glaube, das ist jetzt doch nicht so gut. Wir gucken mal, ob wir was kaufen können für sie. Willkommen. Hemdkleid, nee. Pulli, den finde ich ganz schick. Gibt es denn hier noch so zu kaufen? Streifentunika, die ist doch auch nicht schlecht. Das kaufen wir auch mal. Das Wetterjacke-Kombo, die sieht auch gut aus. Tunika-Leggings-Kombo, das kaufen wir auch noch mal. Endgültig, das finde ich jetzt nicht so gut. Vielen Dank. So, schauen wir mal, was wir ihr jetzt davon geben. Find die eigentlich ganz schick. Pulli. Was Schlichtes hier. Das hier ist doch eher schlicht. Wir nehmen das da. Bitteschön. Gucken, was du dazu sagst. Sieht doch ganz gut aus, finde ich. Gefällt dir schon ein wenig. Dann ist ja gut. Ja, das ist doch schon mal ordentlich gelaufen. So, ich glaube, wir waren jetzt bei allen. Ne, hier waren wir noch nicht. Oh, wir waren beim JD, waren wir noch nicht. Okay, ich habe gedacht, wir waren bei dir auch schon. Also Essen hast du... Doch, wir waren bei dir. Du hast dann dein Anliegen nicht geäußert, mein Freund. Ich brauche einen neuen Hut. Okay. Gucken wir doch mal. Dann müssen wir erstmal was kaufen, denke ich. Willkommen. Apfel ist Quatsch. Eine Lederkappe, die hast du doch irgendwie auch schon auf. Strohhut. Eiscremehut. Das ist nicht so dolle. Wir kaufen davon auf jeden Fall mal noch zwei. Dann kriegst du so eine. Ich denke, die könnte passen. Weil irgendwie denselben Hut jetzt nochmal geben, ist ja auch ein bisschen blöd. Oder dieselbe Variante davon. Bitteschön. Schauen wir mal. Boah, die gefällt ihm richtig gut, so wie es aussieht. Gefällt ihm total gut. Und ein neuer Level gibt's auch. Gucken, was könnten wir denn hier noch an Objekten geben? Du könntest auch mal ein Lied singen. Was könntest du singen? Du singst jetzt mal einen Popsong. Bin ich ja mal gespannt, was dabei so rumkommt. Lied verschenkt, genau. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Okay. Ein Haarfärbespray. Mal wieder. So, dann lassen wir dich mal den Popsong singen. Aber ich glaube, den haben wir auch schon mal gehört, aber egal. Alter Hulk, wie siehst denn du aus? Hulk ist schon der Hammer. Von heute an mache ich Diät, halte mich zurück. Ich verzichte auf Eiscreme und auf Schokolade, reduziere dich. Tu das nur für dich. Will kein Gramm zu viel.
Okay. Alles klar. Da sind sie abgegangen. So. Nee, was ändern will ich ja nicht. So, das haben wir alles erledigt. Jetzt müssen wir mal noch ein bisschen gucken, dass wir was einkaufen und zum Spendenbrunnen und sowas gehen. Damit wir das heute alles noch erledigt haben. Das ist nämlich jetzt schon die dritte Folge und irgendwie habe ich noch nicht alles fertig. Ich würde sogar sagen, dass wir noch ein bisschen was machen müssen. Ich bin mal gespannt, was jetzt an Geld zusammenkommt, weil je mehr Mieser sind, umso mehr Geld gibt es ja auch. Mal gucken, wer hier wieder Knauser hat. Eieiei. Oh, Rektalin mit dem Schein. Oh, Conan auch. Der macht der Anzug aller Ehre. Pikachu auch. Guck, was ich, der JD gibt. Auch ein Schein. Mal gucken, was ich dann gebe. Da wäre nur eine Münze. Ich gebe auch einen Schein. Alles klar. 147. Das ist doch nicht schlecht. Aber im Einrichtungsladen waren wir noch nicht. Eine Ankleide. Das ist ganz schick. Das kaufen wir mal. Holzhütte mit einem mit einer Hängematte. Horror. Das ist ja cool. Da ist ein Sarg drin. Das kaufst. Okay. Vielen Dank. Danke auch. Das war verrückt. So, Essen. Da waren wir noch nicht. Mal gucken, was die heute so haben. Willkommen. Davon kaufen wir wieder 5. Alles, was neu ist, kaufen wir 5-mal. Würde ich sagen. Grüner Tee. Ich glaube, die Joso wollte unbedingt mal wissen, wie sie auf grünen Tee reagiert. Die hier übrigens auch im Laden steht. Also, einen Nebenjob hat sie wohl auch schon. Wird ja immer besser. Vielen Dank. Danke auch. So, müssen wir irgendwo noch hin? Was ist da für ein Ereignis? Mittagsmarkt, da können wir wieder eine Wundertüte noch kaufen. Das machen diese wir doch mal. Kükenkostüme sehen immer und überall ganz fantastisch aus. Was? Kükenkostüm? Okay, wir kaufen ein Kükenkostüm. Noch das hier dazu. Ein Magenmittel, okay. Vielen Dank. Wahrscheinlich, weil man speien muss, wenn man das anhat. Ich weiß ja nicht so recht, Hulk. Guck mal, was es noch für Nachrichten gibt. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 1 Uhr. Ein neuartiges Schwimmbad schlägt große Wellen. Das von Marlene erdachte Schwimmbad enthält, man stelle sich vor, Fleischpasteten. Laut der Forschung von Marlene enthalten Fleischpasteten Nährstoffe, die die Haut weicher machen. Alles klar, Marlene. Wir können natürlich nicht bestätigen, ob das wirklich stimmt, also macht es zu Hause bitte nicht nach. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich habe Wichtigeres zu tun. Über das Thema weiß ich besser Bescheid als ihr. Danke fürs Zuschauen. Sie waren ja nett. Ich bin Jasmin Becklein und das waren die Alles klar, Jasmin. Dankeschön. So, ich glaube, dann sind wir soweit aber auch tatsächlich durch. Dann gucken wir mal, ob hier noch was ist oder ist irgendwas mit Liebe. Dann gucken wir uns das dann nochmal an. Was ist denn hier los? Oh je. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Kann ich machen. Ich möchte so Evo. Ach du Scheiße. Ist das eine gute Idee? Nur zu, ihr habt ja 100% beim Test gehabt. Welcher Ort wäre für einen Antrag wohl der okay. Beste? Warum muss sie das eigentlich machen? Und wo? Ich sag mal, bei einem im Vergnügungspark einfach. Sollte ich mich vorher umziehen? Nicht umziehen. Den richtigen Zeitpunkt für den Antrag abzupassen macht mich nervös. Okay. Könntest du mir helfen? Gib mir Bescheid, wenn so Evo an mich denkt. Okay. Kein Problem. In Ordnung, ich mache den Alles Antrag. Klar. Verrückter Shit. Ist dieses Riesenrad nicht super? Allerdings. Okay. Ist dieser Vergnügungspark nicht klasse? Wie bitte? Ich hab nichts. Das ist gut. War nicht so wichtig. Achso, ich muss warten, bis er an sie denkt.
Okay, jetzt also. Ist dieser Vergnügungspark nicht klasse? Wusch! Saugeil! Wie bitte? Ich hab nichts verstanden. Oh Mann. Ey, war nicht so wichtig. Nochmal. Steckt ja gar nichts. Und dann wieder an Toilette. Oh Mann, jetzt. Oh, das war Rektalin. Rektalin ist wohl auch hier. Tatsächlich. Das ging zu schnell weg, Mann. Was soll denn das? Wir sollten langsam. Oh Mann, das ging schief. Was ein Schwachsinn. Oh, verstehe. Das war nicht so gut. Bei meinem nächsten Antrag versuche ich alles. Das freut mich, dass es nicht aufgibt. Das war ja verrückter Shit. Okay, damit beenden wir die Episode dann auch an der Stelle. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und bis dann.